Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir wollen heute nämlich mal Entenburger machen. Ja, ihr habt richtig gehört, Entenburger Duckers, 100% Ende. Das ist schon vorbereitet hier, das kann ich euch mal zeigen. Habe ich im Netto gefunden, ne? Guckt dir die böse Ende an, das ist ein Krypto, oder? Hat auf jeden Fall rote Augen. Dann seht ihr hier Duckers. Ente, 100%. Keine Geschmacksverstärker, Antibiotika frei, keine Konservierungsstoffe, Entenburger, gewürzt, vorgebraten, tiefgefroren. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, die ganze Packung, weil das tiefgefroren war, ist schon alles hier ausgeschlotzt. Wir können die jetzt mal rausnehmen und was zuerst darauf fällt, die sind halt wirklich Enten, ne? Jetzt könnte man denken, das ist ein Spaß, da steht Entenburger, weil die die Form von der Ente haben und das ist gar nicht aus Entenfleisch. So wie diese Krötenbeine aus der Dose, und dann guckt ihr da in die Dose rein und da sind da einfach nur Haribo-Frösche drin. Das dürfte trotzdem aber Entenfleisch sein. Gewürztes, vorgebratenes Entenfleisch, das wollen wir heute mal machen. Die Pupsi will nämlich schon wieder Raclette-Grill-Zeug-Action machen. Das heißt, die packe ich mir beide jetzt mal auf den Grill. Die belege ich dann, mache einen richtigen Burger da draus mit Soßen und so weiter. Das belegen wir dann hier. Probier das mal, wie das schmeckt. Ich bin gespannt. Sieht leider nicht viel aus, aber ich fand die Verpackung auf jeden Fall richtig cool. Entenburger, Duckers, 100% Ente. Wir packen das jetzt nochmal hier rein fürs Thumbnail. Am besten so. Dann drehen nämlich alle durch, weil die immer so schwule Thumbnails machen. Legen wir da hin, zack, ich melde mich gleich zurück, mache hier kurz einen Cut, wie es auf dem Zeug liegt. Guck mal, wie schön handlich das ist, wie wir die Papppackung einfach so zusammenfriemeln können. Zack, und dann ist er weg. Gut, wir melden uns zurück, wenn der Burger fertig ist. So, ihr habt gesehen, das Fleisch ist auf jeden Fall gebraten worden. Dürfte jetzt fertig sein, beziehungsweise ist fertig. Wir haben hier noch eine Soße dafür gekauft, die wollte ich mir heute drauf machen von Heinz. Heinz Street Food Soßen, kennt ihr die? Ist eine ganze Kollektion, gibt es ganz viel. Da gab es letztens so karamellisierte Zwiebeldings beim Flo und alles. Das ist jetzt Heinz Street Food Tzatziki. Ich drehe mich jetzt hier um, ich zeige euch mal hier den Arbeitsbereich, ne? Da ist jetzt hier die Insalata, hier ist die komische Ente. Und der ist schon auseinandergebrochen, die hat hier ihren Schwanz verloren, keine Ahnung. Das hat vorhin, als wir die Packung aufgemacht haben, hat Pupsi auch gesagt, boah, das riecht ja übelst muffig, so richtig abartig. Das ist übrigens hier, sind so Steinofen, Burger, Buns, Brötchen. Da fällt mir auf, die hätte ich eigentlich auch kurz mal drauflegen sollen, dass die Innenseiten anrösten. Haben wir jetzt vergessen. Alles wird gut. Dafür machen wir hier die Soße auf. Ihr kennt das, das Leben als einarmiger Bandit. So, wir machen die Soße mal auf. Tun mal die Soße hier drauf. Ein bisschen verteilen. So kann man das machen. Wunderbar. Lecker. Zack. Schmeckt irgendwie komisch. Dann passt es ja vielleicht zu den Entenburgern. Wir machen das jetzt hier breit. So. Als nächstes kommt natürlich jetzt die Ente. Auf die Ente packen wir den... ja toll, der Käse ist kaputt. Packen wir auf jeden Fall den Käse oder den Rest vom Käse, der übrig ist. Mann, gib mir doch den Käse jetzt. So, da kommt jetzt der Käse drauf. Das ist ein bisschen kaputt gegangen. Ich hätte es nicht dahinlegen sollen. So, eine Scheibe Käse drauf. Wunderbar, so sieht das gut aus. Dann kommt als nächstes, nehmen wir hier eine Scheibe Tomate. Wir nehmen 4 Scheiben Gurken. Gut, ich glaube, wir nehmen nur 2, weil das so zu viel ist. Wir nehmen hier noch einen Zwiebelring, einen dicken, fetten. Dann haben wir hier noch Salat. Habe ich gelernt beim Flo, wie man Salat schneidet. Jetzt nehmen wir hier von dem Salat, wir nehmen mal 1, wir nehmen mal 2, wir nehmen mal 3 und, ihr wisst, ich mag es ja eigentlich scharf, wir gehen mal kurz hier hin, was haben wir hier noch? Hier haben wir diese extra Hot Chili
von Pupsi, wir haben Chili Flocken, wir haben Chili Öl, aber wir haben auch noch hier diese Sriracha Hot Chili Sauce. Das ist aber schön, dass der Adi da aufpasst. Das packen wir einfach hier auf das andere Bun. Einmal zack. Mach mal so eine Schnecke drauf an Chili-Soße. Und wie gesagt, den anderen belegen wir danach. Wir wollen jetzt erstmal gucken, ob das so passt mit dem einen. Machen den jetzt zu. Legen den hier hin. Ihr seht, das sieht eigentlich so ganz vernünftig aus, oder? Könnte man das sagen, dass das vernünftig aussieht? Sieht das vernünftig aus? Hier ASMR. Adi macht ASMR-Videos. Adi. 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 Gut, wir lassen ihn jetzt. Ich setze mich jetzt aber mal hierher zum Probieren. Und guck mal, wie der schmeckt. Obwohl das gerade schlecht geht, weil der Adi nämlich direkt hier vor der... Adi, geh mal bitte runter. Du sitzt nämlich genau im Weg. Sitzt genau vor dem Kameraort-Dings. Gutes. Brötchen ist auf jeden Fall jetzt nicht mit angebraten. Wir haben den Burger jetzt aber fertig. Der Entenburger. Ein bisschen behindert sein. Macht ein behindertes Thumbnail. Und jetzt probieren wir mal. Der Käse, der muss so sein. Den haben wir extra so ausgewählt. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Es hat vorhin, wie gesagt, beim Aufmachen der Packung, es hat so muffig und widerwärtig gerochen. Pupsi hat auch gesagt, da kommt einem wirklich Brechreiz, wenn man das riecht. So wie das riecht. Wie Hundefutter in der Sonne. Richtig schlimm. Jetzt tropft auch noch der Mist da unten raus. Wir beißen jetzt mal rein, gucken mal, vielleicht jetzt, wo es warm ist, ist es besser. Durch die vielen frischen Zutaten. Aber der Burger, weiß ich nicht, der schmeckt nicht nach Fleisch. Der hat so eine ganz komische Konsistenz. Als wären das alle Sägespäne, die zusammengewürfelt wurden. Ich dachte eher, das ist ein bisschen zäh und ist hart und man muss da übelst dran rumknuspern, aber irgendwie ist das Fleisch einfach wie ein Haufen Sand. Und ihr beißt da rein, das hat auch so einen komischen Nachgeschmack. Ach, Adi. Also ich werde den auf jeden Fall natürlich ganz essen. Ich werde den zweiten auch essen. Ist in dem Sinn jetzt aber nichts, was ich unbedingt nochmal kaufen müsste. Oder was ich als Delikatesse abtun würde. Kann man trotzdem machen, kann man trotzdem mal probieren. Zur Feier des Tages gibt es auch jetzt noch ein kleines Wickhühler. Und der Turin, sein Lieblingssaufbier. Werden am Montag auch einen Livestream machen, weil der Turin seine 1000 Abonnenten voll bekommen hat. Da gibt es noch eine kleine Feier. Deswegen vielleicht packe ich den anderen Burger ein, schicke ihm den per Post, da kann er den auch mal probieren. Ist natürlich Spaß. Habt ihr auch schon mal so einen Entenburger probiert? Habt ihr das auch schon mal gesehen? Duckers, wie gesagt, habe ich im Netto gefunden. Und wenn ihr das auch kennt, schreibt mal eure Meinung rein. Oder wenn ihr es gesehen habt und euch nicht getraut habt, probiert das wirklich mal. Es würde mich brennend interessieren, wie euch das schmeckt. Das war's von meiner Seite aus. Kann man mitnehmen, muss man nicht. Ihr müsst das jetzt schon. Und ich bin mal gespannt, was Pupsi dann dazu sagt, aber das seht ihr dann später. Adi schon wieder richtig am Rummachen hier. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.